Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Christopher Ringler. Hallo Christopher, stell dich doch einfach mal vor. Ich bin Christopher, ich bin 10 Jahre alt, ich lebe in Wachtberg in der Nähe von Bonn. Ich schwimme sehr gerne, ich zeichne gerne, ein paar Computerspiele mag ich auch, aber vor allem lese und schreibe ich gerne. Du bist mein jüngster Gast mit 10 Jahren, also ich bin total geflasht gerade und bin jetzt natürlich gespannt, was du heute mitgebracht hast. Ich weiß, es ist was Weihnachtliches, aber vielleicht magst du mal erzählen, wie dein Buch heißt. Mein Buch ist Grünfee, Verschwörung beim Weihnachtsmann. Wovon das handelt, sage ich euch jetzt. Das größte Ärgernis in Tivolas Leben ist und bleibt der Weihnachtsmann. Seinetwegen müssen ständig alle Gutes tun und Feenstaub verdienen. Der Weihnachtsmann will dies, der Weihnachtsmann will das. Tivola hat genug davon. Gemeinsam mit ihren Freunden, dem Waldelf Pan, dem Gargoyle Sam und dem Troll Peter, ziehen sie zum Nordpol, um dem wild gewordenen Chef des Zauberreichs mal gehörig die Meinung zu sagen. Dabei kommen ihnen nicht nur Eulen, Wichtel, einziges fliegendes Einhorn und die Menschenwelt in die Quere, die Freunde stehen sich auch selbst im Weg. Vielleicht ist am Ende der Weihnachtsmann gar nicht so schuldig, wie er wirkt. Steigen wir ein ins Buch. Tivolas Tag hat schon schlecht begonnen. Jetzt geht auch noch die Schule los. Kapitel 2. Der Einhornbus kam zu spät angeflogen. Alleine kann der Bus natürlich nicht fliegen. Das Einhorn, das ihn zieht, sorgt für den Flug. Mithilfe der Einhörner kommen wir Feen dahin, wo wir hinwollen, wenn unsere Flügel nicht ausreichen. Wir können immer nur kurze Strecken fliegen, ohne müde zu werden. Deswegen haben wir die Einhörner. Sie fliegen unsere Taxis, Busse und den FedEx, den Feenpost- und Paketdienst. Die Lieblingsbeschäftigung der Einhörner ist das Wetten. Ein Einhorn wettet mit jedem und um alles und es wird immer alles tun, um die Wette zu gewinnen. Das ist sehr spaßig. Leider sind Einhörner aber auch zickig. Alle. Die, die uns und unsere Sachen flogen, waren früher besonders zickig. Für Einhörner war es zu der Zeit nämlich das Größte, heilen zu können. Leider konnten das damals nur die Einhörner ohne Flügel. Die geflügelten Einhörner konnten nicht heilen und flogen stattdessen Feen für den Feenstaub. Sie fühlten sich schlecht, waren schlecht gelaunt und deswegen besonders zickig. Das Einhorn vor unserem Schulbus hieß Frankie und war besonders zickig. Wir Jungfeen gingen ihm auf die Nerven, sagte es stets und machte sich einen Spaß daraus, den Bus so plötzlich zu beschleunigen und zu bremsen, dass wir mit unseren Flügeln aneinander klatschten. Das gehört sich nicht unter Feen, dieses Flügelklatschen. Und so gab es jedes Mal böse Blicke. Aber Frankie freute sich, wenn wir uns ärgerten. Auch an diesem Tag. Ruckelnd und zuckelnd gelangten wir an die Haltestelle am Griff meiner Schule. Feenschulen sehen immer aus wie Regenschirme. Das ist zu Ehren von Mary Poppins, der berühmten Feen-Nanny und ihrem verzauberten Regenschirm. Unsere Schulen schweben ausgebreitet in der Luft, solange wir Schule haben, und klappen zusammen, wenn die Schule aus ist. Vom Griff aus, der ein paar Meter hoch in der Luft schwebt, führen die Speichen des Schirms in die einzelnen Klassen. Die Dreiecke aus Stoff sind die Klassenräume. In jedem der Dreiecke findet etwas anderes statt, und danach sieht das Dreieck auch von außen aus. Das Dreieck, in dem der Flugunterricht stattfindet, hat zum Beispiel keine Fenster. Von außen sieht es aus wie ein richtiges Schirmstück. Aber innen ist es komplett mit Baumwollbällchen ausgepolstert. Das tut nicht so weh, wenn man mal gegen die Wand fliegt. Der Zauberhörsaal hingegen hat tausende kleiner, sternförmiger Doppelfenster. Die sind stabiler, wenn mal wieder ein Zauberspruch unkontrolliert durch den Raum fegt. Von außen sieht der Zaubersaal wie ein Sternenhimmel aus. Dunkelblau mit hellen Sternenfenstern. Blumenkunde haben wir in einem himmelblau-weiß gemusterten Schirmstück. Die Fenster sehen aus wie Wolken, die Decke wie der Himmel. Darunter wachsen die Blumen am besten. Zwischen den Räumen sind keine festen Wände. Die Schüler kommen am Eingang unten am Griff an, schnappen uns eine der dort wartenden Pusteblumen, pusten sie an und lassen uns von ihr am Stock und der Speiche entlang nach oben tragen, bis wir im richtigen Schirmstück sind. Dort lassen wir los und warten, flügelschlagend oder auf den an der Wand befestigten Stühlen sitzend, bis der Feenlehrer oder die Feenlehrerin kommt. Sind alle da, zaubern die Lehrer das Schirmstück dicht.
Das sieht dann etwa so aus wie eine Seifenblasenwand, ist aber viel, viel fester. Pech also für den, der zu spät kommt. Leider bin das meistens ich. Natürlich kam ich auch an diesem Tag zu spät. So sehr ich mich auch bemühte, es war keine Pusteblume mehr zu bekommen. Bis ich den Stiel hoch zu meinem Schirmstück geflogen war, war der Regenbogen, der unsere freie Zeit anzeigt, schon längst verblasst und Lehrerin Chrysantheme hatte das Schirmstück schon dicht gezaubert. Noch dazu hatten wir als erstes Feenkunde und darin bin ich eine echte Niete. Missmutig öffnete mir Lehrerin Chrysantheme noch einmal die Seifenblasenwand und ließ mich ein. Sie sparte sich die Frage, warum ich schon wieder zu spät käme. Grünfee, was ist das oberste Ziel der Feen? Fragte sie stattdessen scharf. Das war leicht. Feen sind gut und tun Gutes, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen. Chrysantheme deutete stumm auf meinen Platz. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Ach, Grünfee, fragte Chrysantheme, gerade als ich mich auf meinen Platz quetschen wollte. Was glaubst du, sagt der Weihnachtsmann zum zu spät kommen? Ich glaube, Fee Chrysantheme in seinem ewigen Ast ist er froh, wenn überhaupt jemand kommt, platzte ich heraus. Da war es wieder. Keine andere Fee in Feenhausen käme auf solche Antworten. Ganz sicher würde sie sie auch nicht aussprechen, ohne sie noch einmal zu überdenken. Mir passiert das dauernd. Ich kann machen, was ich will, es ist raus, bevor ich denken kann. Du unverschämter Waldelf, schimpfte Chrysantheme sofort. Du wirst heute nach der Schule sämtliche Blütenkelche des Blumenkundesaals polieren und deine Flugstunde ist gestrichen. Sie hatte ja recht. Der Weihnachtsmann oben an seinem Nordpol steckte bestimmt den Kopf in den Schnee, wenn er an mich dachte. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich wurde einfach keine richtige Fee. Und der Weihnachtsmann war mir eigentlich echt egal. Ups, da war es wieder. Sowas denkt eine Fee einfach nicht. Der Tag ging genauso weiter, wie er begonnen hatte. Der Weihnachtsmann sagt dies, der Weihnachtsmann will das, das ewig gleiche Lied. Als wir in Blumenkunde bei Feenlehrer Sanddorn darüber sprachen, wie dankbar wir dem Weihnachtsmann für all die Blumen sein konnten, die wir für ihn pflegen durften, passierte es schon wieder. Bevor ich nachdenken konnte, hatte ich mich schon gemeldet und gefragt, warum der Weihnachtsmann denn mit dem Eis lebe, wenn er Blumen so möge. Schließlich fragte ich auch noch wie Feenlehrerin Violette, was denn der Unterschied zwischen Blumen und Bäumen sei und ob die Waldelfen ihre Bäume nicht genauso lieben würden, wie wir unsere Blumenwiesen. Da flog ich raus. Das tat eine Fee einfach nicht, nach den Waldelfen und ihrer Welt zu fragen. Kapitel 3. Als ich nach Hause kam, war Mama natürlich noch nicht zurück. Mir war zum Heulen zumute. Ich sah doch, wie Mama und Papa sich abrackerten, um noch Stellen zu finden, an denen sie Gutes tun konnten, um den Feenstaub für uns zusammenzubekommen. Mein Bruder Helianthos kam wenigstens dauernd mit Pollen nach Hause, die er im Schulgarten als Belohnung für seine guten Leistungen hatte abstauben dürfen. Ich konnte von Glück reden, dass ich keine mitbringen musste. Ich wusste, Mama und Papa machten sich oft Sorgen meinetwegen. Missmutig holte ich mir etwas Nektar aus dem Kühlschrank, packte meinen Rucksack und wanderte zum Waldrand. Noch etwas, was eine Fee normalerweise nicht tut. Aber ich wusste, er würde auch bald da sein, sobald er aus seiner Schule rausgeflogen war. Mein bester Freund. Ein Waldelf namens Pan. Pan heißt genauso wenig Pan wie ich Grünfee. Nur ich nenne ihn Pan. Ihm ging das dauernde Gehetze nach dem Gutes tun, genauso auf den Wecker wie mir. Seine Mama war irgendwann aus Elfenwald fortgegangen, um irgendwo, wo mehr Gutes zu tun war, neu anzufangen. Sie hatte sich nie wieder gemeldet. Sein Papa war ganz krank davon geworden. Mutig wie Pan war, hatte er sich entschieden, für immer für seinen Papa da zu sein, damit der nicht alleine wäre und ganz viel für ihn zu kämpfen. Er würde einfach nicht so viel in die Schule gehen und nicht erwachsen werden. So wie der Menschenjunge Peter Pan in unserem Märchenbuch. Seitdem tat mein Freund alles, um nichts zu tun. Und ich nannte ihn Pan. Als ich am Waldrand ankam, war Pan schon da. Er hatte es ausnahmsweise nicht geschafft, noch vor dem Ende der zweiten Stunde aus der Schule zu fliegen und hatte deswegen schlechte Laune. Dazu hatten die Einhörner am Morgen seinem Papa verkündet und er müsse nun aber bald wirklich wieder anfangen, Gutes zu tun. Pan machte sich Sorgen, wenn er nur daran dachte. Sein Vater schien ihm noch viel zu traurig dazu. Ich erzählte ihm von meinem Tag. Wir jammerten gemeinsam und wie jedes Mal, wenn wir das taten, landeten wir irgendwann beim Weihnachtsmann. Doch irgendwas war anders an diesem Tag.
Normalerweise seufzten wir nur, wenn wir unserem Ärger über den Weihnachtsmann Luft gemacht hatten und machten weiter wie bisher. Aber an diesem Tag? Vielleicht war es der Einhornbesuch bei Pans Papa am Morgen gewesen. Vielleicht der Vollmond, der an diesem Tag einfach nicht vom Himmel verschwinden wollte. Oder vielleicht waren wir einfach noch wütender und trauriger als sonst. Was auch immer es war, Pan sprang jedenfalls plötzlich auf einen Stein, schlug die Faust in die Hand und rief: "Ich hab's satt, Grünfee. Ich gehe jetzt zu ihm und sage ihm die Meinung." Er wandte sich nach Norden. "Hörst du, Weihnachtsmann?" brüllte er. "Ich komme und sage dir die Meinung." Es sah irgendwie beeindruckend aus, wie er so dastand, so entschlossen und mutig. Auf einmal glaubte ich ihm, dass er das wirklich schaffen konnte. Wenn es jemanden gab, der das konnte, dann Pan. "Ich gehe mit dir", sagte mein Klappermäulchen. Und als er mir die Hand hinhielt, nahm ich sie. So beginnt die Reise. Christopher, das war richtig toll. Also ich bin total beeindruckt, wie du gerade vorgelesen hast. Du liest viel, ne? Ja, ich lese sehr, sehr viel. Und jetzt musst du mir mal verraten, wie es dazu kam, dass du ein Kinderbuch geschrieben hast und dann noch ein Weihnachtsbuch. Also es kam dazu, weil die Tochter eines erwachsenen Freundes ein Baby bekommen hat. Und der Geburtstermin fiel in den Dezember. Und ein Buch als Geburtstagsgeschenk habe ich mir ausgesucht, weil ich vorher bei meiner alten Klassenlehrerin gesehen hatte, wie toll die das gefunden hat, als wir mit der Klasse ein Buch ihr geschenkt haben zum Abschluss der Klasse. Und so habe ich mich eben entschieden, ihr ein Buch zu schreiben. Und wie kam es jetzt dazu, dass es ein Weihnachtsbuch geworden ist? Ja, der Geburtstermin war eben im Dezember und da war es doch naheliegend, dass es ein Weihnachtsbuch werden sollte. Aber ich fand es nicht so schön, diese Bücher, die so Feen so als perfekte, super süße Schnuckel-Baby-Dinger darstellen. Aber fand es trotzdem die Welt mit den Feen und Elfen toll. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, über eine Fee zu schreiben, die nicht so perfekt, super schnieke, toll ist. Und das finde ich total klasse, dass du eine Fee mit Ecken und Kanten hast, ne? Also so sagen wir das ja immer, ne? Das ist nicht alles so perfekt, weil eigentlich ist ja auch gar keiner perfekt, ne? Das gibt's ja gar nicht. Ja, das kann niemand perfekt sein. Genau. Es geht nicht. Also ich finde das total toll mit dem Kinderbuch. Auch dein erster Leseteil, der war total süß. Entschuldige, dass ich das sage, das magst du bestimmt gar nicht so, aber also ich finde es toll. Magst du vielleicht so ein bisschen was über die Figuren erzählen aus deinem Kinderbuch? Also Grünfee, die Hauptcharakterin, ist teilweise wie ich. Also ich habe zum Beispiel das Klappermäulchen übernommen, aber vieles ist nicht so wie ich. Sie ist nicht meine Lieblingscharakterin. Das sind Pollux, das Einhorn und der Weihnachtsmann. Pan, von dem habt ihr ja schon gehört, das ist der Elf. Sam, der kommt noch nicht vor, ist ein Wasserspeier, ein Gargoyle. Der ist tagsüber aus Stein und verwandelt sich nachts eben lebend, ist drachenförmig, etwa so groß wie eine Hauskatze und damit viel größer als Pan und Grünfee. Er ist sehr klug und wissbegierig. Peter ist ein Troll, etwa so groß wie ein Achtjähriger, hat braune Haut und sieht fast aus wie ein Mensch, trägt tagsüber den Stein Sam. Es gibt noch viele andere, aber die sollt ihr erstmal selber lesen. Das finde ich auch gut. Das sollen alle erstmal selber rausfinden. Also dein Buch muss man einfach mögen und auch lesen. Ich habe es ja auch gelesen, aber ich verrate jetzt nichts. Sehr gut. Auf jeden Fall lesen. Genau. Das war ein gutes Stichwort. Magst du vielleicht gleich mal weiterlesen? Gerne. Die Reise geht weiter. Sie sind schon lange gewandert und sind
schon weit gekommen. Kapitel 9. Pass doch auf, du Trampeltroll. Das war eine kleine Eiche, die du da platt getreten hast. Pan hatte Mühe, sich zu bremsen. Er war nicht wirklich wütend, aber er war erschöpft, hungrig und durstig. Wir liefen schon den dritten Tag am Stück und der Nordpol war noch so weit weg. Dann bitte doch einfach jemand anderen, deine Steine zu schleppen, Winzling, schimpfte Peter zurück und ließ den Rucksack mit Sam darin krachen zu Boden fallen. Sam, schrie ich entsetzt und hopste vor, um zu sehen, ob er wohl möglich zerbrochen war. Ja, klar, Sam, Sam und immer wieder Sam, meckerte Pan mich an. Möchte mal wissen, warum wir den überhaupt mit uns rumschleppen. Wir wären doch viel schneller ohne den Klotz am Bein. Ohne Sam wüsstest du bis jetzt noch nicht, wie wir über den Schnee kommen, du Superelf, motzte ich zurück. Ich hätte schon eine Lösung gefunden. Besser als die mit einem Trampeltoll, einer Steinfigur und einer Zickenfeder anzutanzen. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich euch mitgenommen habe. Du hast uns mitgenommen? Ja, sicher, brüllte Pan zurück. Du wärst doch bis an dein Feenende damit zufrieden gewesen, über den Weihnachtsmann zu jammern, statt etwas zu tun. Du hast doch bis jetzt noch überhaupt nichts getan, außer nach Sam zu schreien und Sprüche zu klopfen. Mia verschlug es ausnahmsweise einmal die Sprache. Ich fühlte mich plötzlich furchtbar. Ärgerlich über die Tränen, die mir herunterlaufen wollten, drehte ich mich um und stapfte den Weg zurück. Peter ließ Pan wortlos stehen und folgte mir. Ärgerlich und müde, wie er war, trat er fester auf und der Matsch, der dadurch hochspritzte, landete zu einem guten Teil auf Pans Hemd. Das war zu viel. Waldelfen hassen es, schmutzig zu werden. Pan schnaubte ärgerlich, schüttelte sich und rannte in die Gegenrichtung davon. Der Rucksack mit dem versteinerten Sam darin blieb einsam auf der Lichtung liegen. Was für ein Baumschädel, schimpfte Peter wütend und suchte die Bestätigung für seine Worte in meinem Gesicht. Ich war müde und enttäuscht, aber vor allem ärgerlich über den blöden Streit mit Pan, den ich schon wieder bereute. Ich blieb einfach stehen. Du musst gerade reden, warf ich Peter vor. Du hast doch fein mitgestrichen, Herr Trampeltroll. Betroffen blieb auf Peter stehen. Damit hat er nicht gerechnet. Ach ja, und was hat Frau Feenzicke getan, um mich zu verteidigen? Doch nicht mal Danke, hat sie gesagt bisher. Dafür, dass ich ihr den ganzen Weg nachgelaufen bin zum Beispiel. Tolle Freundin. Weißt du was? Vergiss es einfach. Ich brauche das hier nicht. Ich gehe nach Hause. Sieh zu, wie du weiterkommst. Weg war er. Kapitel 10. Pan hörte sie als erster. Hinter dem Horizont ging die Sonne unter und warf die letzten langen Schatten in den Wald. Zu viele Schatten. Seine Waldelfensinne schlugen Alarm. Er flog ein Stück weit auf, um einen besseren Überblick zu bekommen. Kaum hatte er abgehoben, hörte er sie heranrauschen. Dunkle Schwingen sausten über ihn hinweg, ausgestreckte Krallen suchten ihn zu packen. Er schloss die Flügel und fiel wie ein Stein. Sein unkontrollierter Sturzflug ließ die Krallen ins Leere greifen. Pan griff nach dem ersten Besten, was er zu fassen bekam. Der Ahornschüssling bot sich unter seinem Gewicht, federte zurück und schoss den Elfen ein ganzes Stück des Weges entlang, den er eben gekommen war. Pan bremste seinen Aufprall mit den Flügeln, rollte sich zur Seite weg und sprang auf. Pan! Er fuhr herum. Sam! Der Gargoyle war klug genug gewesen, im Schutze seines Rucksacks abzuwarten, was geschehen würde, kam jetzt aber hervor, vorsichtig um sich blickend, und rief, »Was ist denn hier los?« Pan zuckte noch die Achseln, als ich am anderen Ende der kleinen Lichtung eine etwa einen Meter hoch schwebende, schillernde Wand bildete. Sie sah aus wie eine plattgedrückte Seifenblase, durch die man die andere Seite der Lichtung nur noch schlierig und verzerrt erkennen konnte. »Sie öffnen ein Tor. Sam, wer immer Sie sind, Sie öffnen ein Tor in die Menschenwelt.« Über ihn rauschten weiche Flügel. »Eulen, Sie haben Eulen«, flüsterte Pan entsetzt. »Grünfee und Peter, wir müssen sie warnen!« Sam nickte heftig. »Was mache ich? Mein Steingrau ist im Dunkeln kaum zu sehen. Mach du mal Lärm!« befahl er und streckte seine Flügel. Aber die beiden kamen nicht dazu, Sams Plan in die Tat umzusetzen. Gerade als Sam auffliegen wollte, stürmte Peter aus der Richtung des Tors in die Lichtung.
Er sah den schlummernden Streifen Luft vor sich, umrundete ihn und landete, etwas atemlos, vor Sam und Pan auf den Knien. Vorsichtig ließ er mich von seiner Schulter auf den Boden. »Eulen!« keuchte er. Der gute Peter war nur ein paar Schritte von mir fortgestapft, bevor er umgedreht hatte und zu mir zurückgelaufen war. »Es tut mir leid«, hatten wir beide gerufen. »Es tut mir leid, ich war so dumm. Nein, es tut mir leid, ich war blöd.« Und so weiter, bis wir uns schließlich einfach nur festgedrückt hatten, soweit das ging bei dem großen Unterschied. Gemeinsam traten wir den Rückweg zu Sam und Pan an, als meine feinen Ohren die plötzliche Stille im Wald auffiel. Nichts raschelte und knackte mehr. Im nächsten Moment rauschten die Flügel. Ich schlug mir vor Angst die Hände vor den Mund, um nicht laut loszuschreien. Peter sah nach oben, nahm mich einfach in seine Hand und lief los. »Pan, Peter, Ablenkung, schnell!« rief Sam, als Peter vor ihm auf die Knie fiel. »Sobald sie abgelenkt sind, springen wir durchs Tor.« Peter und ich wollten fragen, verstehen, reden, aber Pan schnitt uns mit einer scharfen Handbewegung das Wort ab. »Blöd Troll!« schrie er Peter an und stapfte mit dem Fuß auf den Boden. Peter sah ihn entsetzt an und verstand. »Hässliche grüne Fliege«, schoss er zurück und tat, als wollte er Pan mit seinen großen Händen einfangen, während vor ihm die ersten roten Zipfelmützen aus dem Tor kletterten. »Wichtel, was machten die denn hier?« Ich kam nicht dazu, sie danach zu fragen. Eine braun-weiße Eule schoss über mich hinweg und packte mit ihren Greiffüßen nach mir. Ich schrie auf. Eine große braune Hand packte mich und riss mich fort. Die Eule kreischte wütend, als ihre Füße mich verfehlten, flog eine scharfe Wende, um es erneut zu versuchen. »Los, Peter, lauf!« hörte ich Sam schreien. Sam war aufgeflogen und hatte sich der zweiten Eule in den Weg geworfen, gerade als die Pan hatte packen wollen. Peter rannte los, geradewegs auf das Tor zu, fegte mit der freien Hand rechts und links kleine grün gekleidete Wichtel mit roten Mützen zur Seite, griff nach etwas und sprang mit einem mächtigen Satz Kopf voran durch das Tor. »Das Tor, es schließt sich!« schrie ich. Die Seitenbasenwand schrumpfte vom Rand nach innen. Auf der Waldlichtung rappelten sich die Wichtel auf und liefen zurück zum Durchgang. Irgendwo kreischten Eulen. Zwei Wichtel sprangen durch das Rechtstor, dann platzte die Seifenblase und das Tor verschwand. Wo waren Sam und Pan? Kapitel 19. Wir waren tief eingeschlafen, als Pollux sich mitten im Flug plötzlich aufbäumte und hektisch mit den Flügen rückwärts zu rudern begann. Wir plumpsten fast von seinem Rücken und aus seiner Mähne, so scharf stieg er. Aber es nützte nichts. Sein Schwung trug uns direkt auf die schillernde Seifenblasenwand zu, die aus dem Nichts heraus vor uns entschieden war. Pollux kämpfte, schlug mit den Vorderhufen aus und warf sich zur Seite, aber wir kamen nicht mehr rechtzeitig aus dem Weg. Wir wappneten uns. Der Aufprall blieb aus. Stattdessen segelten wir durch die Seifenblasenwand wie durch schillerndes Wasser. Für einen Moment glitzerte und funkelte die Welt um uns herum in allen Regenbogenfarben. Dann waren wir hindurch und alles war wieder wie zuvor. Pollux bremste seinen unkontrollierten Flug und landete hastig, damit wir den Schreck verdauen und uns wieder richtig hinsetzen konnten. Irgendwo in der Ferne begannen Glocken zu läuten. »Ein Alarm! Wir haben einen Alarm ausgelöst!« verkündete Sam aus den dunklen Tiefen seines Rucksacks. »Peter, schnell auf Pollux Rücken! Und nichts wie weg!« Neben uns lachte der Schnee. Ein paar Schneekristalle hüpften aufeinander zu, hakten sich aneinander und formten ein kleines Klümpchen. Mehr und mehr funkelnde kleine Kristalle sammelten sich und bildeten schließlich eine große, dicke, weiße Schneekugel. Überall um uns herum wiederholte sich das Schauspiel. Noch eine Kugel und noch eine und immer mehr. Sie rollten aufeinander zu, türmten sich auf, immer drei aufeinander. Schließlich standen sie da, die Schneemänner. Weiße Riesen mit freundlichen, runden Gesichtern, schwarze Augen und Münder aus Kohlestückchen, rote Nasen aus Mohrrüben und hübsche, braune Astarme. Wir schauten begeistert zu, wie sie sich gegenseitig lockeren Schnee festklopften, ihre Bäuche rundrieben und sich schließlich mit Hand, also mit Astschlag, begrüßten. Vor lauter Freude über das Schauspiel vergaßen wir ganz, Angst zu haben. »Na, wer ist denn da durch die Palastmauer gefallen?« dröhnte eine tiefe Stimme eines der Schneemänner.
Sie klang freundlich und belustigt, gar nicht böse. So ein Sammelsurium von Zauberwesen ist mir auch noch nicht untergekommen, staunte er bei einem genaueren Blick auf uns herab und kratzte sich mit einer Asthand am Kopf. Es hinterließ tiefe Spuren. Einer der Schneemänner neben ihm beeilte sich, den losgekratzten Schnee wieder festzuklopfen. Danke, danke, sagte der erste Schneemann abwesend. Was mache ich denn nun mit euch? Bringt sie zu mir, Hauptmann, ich bitte euch, klang eine wunderschöne, glockenhelle Stimme über den Schnee. Wir flogen herum, suchten die Sprecherin und fanden niemanden. Der Schneemann lächelte und sah nach oben. Sehr gerne, Majestät, sagte er. Das war Ihre Majestät, die Schneekönigin, flüsterte er zu uns herunter. Mir fiel die Kinnlade herunter. Ich schoss hoch und fiel dem Schneehauptmann um den Hals. Wenn es je eine Fee gegeben hat, die ich bewundert habe, dann Aline, die Schneekönigin. Alines Geschichte ist eine Legende. Sie ist in Feenhausen geboren und groß geworden. Als wunderschöne, zartorange Fee mit einer geradezu verzaubernden Stimme. Sie war klug, hat alles leicht gelernt, sagen die Alten. Aber ihr Aussehen und ihre Klugheit trugen ihr viel Neid ein. Dann war herausgekommen, wie unfähig Aline war, Blumen zu pflegen. Sie erfroren ihr unter den Händen. Von da an hatte ganz Feenhausen sie verspottet und so war sie schließlich, angeblich mit Hilfe der Waldhexen, unerlaubt in die Menschenwelt gefroren. Dort hatte sie gelernt, mit Schnee und Eis zu zaubern. Berauscht von ihren Fähigkeiten richtete sie viel Unheil an. Sie vernichtete Ernten, beschwor Unfälle herauf, alles um das Zauberreich bei den Menschen in Verruf zu bringen. Der Weihnachtsmann brachte sie schließlich ins Winterland, um sie davon abzuhalten. So behaupten es die Legende der Feen. Die der Menschen weicht etwas ab, aber auch dort ist sie meistens die Böse. Unsere Lehrer und Eltern warnen uns stets vor ihr. Tu dies oder das nicht, sonst holt dich die Schneekönigin. Schon als ganz kleine Fee habe ich immer nur wissen wollen, was die schöne, kluge und mutige Fee, die so ganz anders ist als die anderen, wohl mit mir anfangen würde. Für mich klang es nach Abenteuer. Alines zauberhaftes Lachen erklang erneut. Ein großer Schlitten mit glitzernden Kufen aus Eis erhob sich aus dem Schnee um uns herum. Er hatte einen Kutschbock, eine Sitzreihe und hinter dieser eine flache, leere Fläche aus weißem Schnee. Als Pollux gerade schimpfen wollte, er würde ganz sicher keinen Schlitten ziehen, kletterte der Schneehauptmann schon auf den Klutschbock. Seine Schneemänner stellten sich in einer Doppelreihe davor auf. Jeder von ihnen nahm eins der Zugseile aus Schnee. Dann sahen sie erwartungsvoll auf. Aufsteigen, los, los! Wir wollen Ihre Majestät doch nicht warten lassen, drängte der Hauptmann und winkte. Pan, Peter, Sam und ich kletterten schnell auf die Sitzreihe und Pollux legte sich, die Beine untergezogen, quer auf die Ladefläche dahinter. Es war überraschend gemütlich und weich. Alles bereit? Na dann, los, rief der Hauptmann und die Schneemänner zogen an. Hui, was sausten wir über den Schnee? Ich steckte jauchzend die Hände in der Luft und nahm sie sofort wieder runter. Der Wind war eiskalt. Verblüfft waren wir uns an. Uns war doch warm. Wir blickten nach unten. Eine dicke, weiche, kuschelig warme Schneedecke hatte sich unbemerkt über uns gebreitet. Wir fuhren nicht lange, bis wir vor dem Schloss aus Schnee und Eis waren, in dem Aline wohnte. Sie erwartete uns schon, neben sich weitere, nur feengroße Schneemänner in bunten Uniformen. Als wir vor ihnen hielten, klatschte sie vor Freude in die Hände. Da seid ihr ja, rief sie. Sie sah überhaupt nicht böse aus. Kommt herein, ich freue mich über euren Besuch, lachte sie und warf ihre wunderschönen, glänzenden Haare zurück. Danke, sagte ich zu ihr und zum Schneehauptmann gewandt. Er nickte lächelnd und winkte zum Abschied. Als wir durch die gulierte Eistüre ins Schloss traten, warf ich noch einen Blick zurück. Draußen hatte sich ein kleiner Wirbelwind gebildet, fegte fröhlich durch die Schneemänner und über den Schlitten, wirbelte alles durcheinander und auseinander, bis die Schnee- und Eiskristalle tanzten. Dann waren sie fort. Ich wusste, sie kämen wieder, wenn wir sie riefen.
Während wir durch die Flüre des Zauberschlosses gingen, wichen Decken und Wände vor uns zurück, um Peter, Sam und Pollux Platz zu bieten. Hinter uns schrumpften sie wieder auf ihre alten Feen- und Elfengröße. Es sah fantastisch aus. Aline bemerkte meine Bewunderung und lachte glockenhell auf. Ihr müsst müde sein. Ich habe euch kommen sehen. Übrigens, das war mal große Zauberei im Wald, lieber Pan, lobte sie ihn und er wuchs ein bisschen vor Stolz. Es ärgerte mich irgendwie. Es hatte falsch geklungen, dieses Kompliment. Fast so, als würde er sonst nie etwas zustande bringen. Und auch Pollux, tolle Leistung. Du bist ein echter Flieger, sagte sie. Pollux nahm erfreut den Kopf ein Stückchen höher. Echter Flieger? Dachte sie. Er war doch auch ein Heiler. Sam, mein lieber Gargoyle, eisklar deine Gedanken und Pläne. Wie bitte? Eisklar? Sams Pläne waren nie durchsichtig wie Eis. Das machte sie ja gerade aus. Aber auch Sam freute sich über das scheinbare Lob. Jedenfalls rumorte es im Rucksack. Schließlich Peter. Wie du immer Sam trägst. Also das ist wirklich ein hartes Los. Und alles ohne dich zu beschweren, trällerte Aline mit ihrer Zauberstimme. Peter strahlte. Hatte nur ich verstanden, wie klein und dumm Aline Peter gerade gemacht hatte, weil er Sam ohne Klage trug? So eine Frechheit. Mich schien Aline überhaupt nicht zu bemerken, als wir weiter durch das Schloss gingen. Sie trällerte und erzählte und warf ihre Haare und die vier Jungs himmelten sie an. Ich war bitter enttäuscht von ihr. Endlich gelangten wir in einen großen, sonnendurchfluteten Speisesaal mit einem langen, spiegelblanken Esstisch daran. Setzt euch, lud Aline uns bester Laune ein. Esst, trinkt, es war ein langer Weg. Hungrig und durstig, wie wir waren, setzten wir uns und griffen schnell zu. Doch wie groß war unsere Enttäuschung, als wir feststellten, dass Blumen, Nüsse, Obst und Nektar gefroren und von einer Eisschicht überzogen waren. Nur das Wasser in den Eiskelchen und Schalen vor uns war flüssig. Pan, Peter, Pollux und ich griffen zu und tranken durstig, nur Sam ließ seinen Kelch unberührt. Ich zaubere ihn dir in den Rucksack, bot Aline an. Nein, danke. Ich bekomme Risse von Wasser, wenn es in mir gefriert, schallte es aus dem Rucksack. Schlagartig hörte Aline auf zu lächeln. Plötzlich war ihr hübsches Gesicht böse, sehr böse. Trink, Wasserspeier, befahl sie, und ihre Stimme klang gar nicht mehr lieblich und schön, sondern herrisch und gemein. Ein frecher Spruch fiel mir ein, wollte heraus, doch zum ersten Mal seit ewiger Zeit schwieg ich. Meine Zunge war schwer geworden. Mühsam hielt ich die Augen auf. Peter und Pan schien es nicht anders zu gehen. Pollux legte seinen großen Pferdekopf auf den Tisch. Nicht einschlafen, schrie Sam aus seinem Rucksack. Wir haben dir vertraut, warf er Aline vor. Grünfee hat dich nie für böse gehalten. Sie hat immer an dich geglaubt. Sie wollte dich unbedingt kennenlernen. Sie ist genauso anders wie du. Aline platzte. Ich bin nicht anders als die anderen. Merkt ihr das? Schrie sie in den Rucksack. Ich bin genauso wie sie. Ich will nicht anders sein als sie. Ich mache alles genauso wie sie. Sie sind genauso gemein und böse wie ich. Alle. Sie haben alle über mich gelacht, nur wegen ihrer blöden Blumen. Wenn du wirklich glaubst, sie seien alle so, nur weil ein paar wenige vor ewiger Zeit mal gemein zu dir waren, tust du mir leid, sagte Sam leise. Auf Pollux! Pollux sprang auf die Hufe, als sei er nie müde gewesen. Reingelegt, das Wasser. Ich hab's nicht getrunken, es roch komisch. Ich bin nämlich nicht nur ein Flieger, sondern auch ein Heiler. Er schob gerade den Kopf unter Peter, um Sam und ihn auf seinen Rücken zu heben, als die Türe aufflog und Wichtel und Eulen erschienen. Das war sehr schön und du hast so viel vorgelesen. Das ist ja unglaublich. Also du kannst richtig stolz auf dich sein. Danke. Hat dir das Spaß gemacht, das Vorlesen? Sehr, ja. Ja, das hat man gemerkt. Du liest, also man merkt, du liest viele Bücher und dass es dir auch Spaß macht. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen über Weihnachten sprechen. Ich bin neugierig. Hast du schon deinen Wunschzettel geschrieben? Ja, da sind viele
Bücher drauf, Lego und ganz viel Playmobil auch. Gravitrax, falls dir das was sagt und ja, sowas. Oh, da hast du ganz schön viele Wünsche. Ja, habe ich. Aber das finde ich toll. Ganz viele Bücher zum Lesen, ne? Vermute ich mal. Also, ja. Wie viele hast du denn da drauf bei dir? Warte mal, ich glaube 5 oder so. 5, 6 so. Oh, ganz schön viele. Ja, aber ich bin auch immer in der Bücherei und so. Also, ich lese sehr viel. Mein Bücherregal ist schon 3-mal durch. Ah, das ist gut. Und hast du deinen Wunschzettel schon abgeschickt an den Weihnachtsmann? Oh ja, wir legen die immer unter die Rauchmelder, da guckt der Weihnachtsmann immer durch. Ah, okay. Na, dann bin ich mal gespannt, ob deine Wünsche alle erfüllt werden. Aber ich denke schon. Ja, hoffe ich auch. Na, das verrätst du mir dann vielleicht mal nach Weihnachten, oder? Vielleicht. Okay. So, jetzt ist ja bald Weihnachten. Wie verbringst du denn Weihnachten? Weihnachten feiern wir im Wechsel bei Oma und Opa und bei Mama und Papa. Immer gibt es einen schönen Baum über den Geschenkehaufen, die auf den Sofas und auf solchen Bänken liegen, haben wir immer die Decken. Geschenke liegen bei uns nicht unterm Weihnachtsbaum. Der krümelt uns zu sehr. Es ist uns zu schade um die schönen Decken. Vorher gehen wir in die Kirche, singen und nach dem Geschenke auspacken gehen wir normalerweise nicht essen, sondern essen zu Hause toll mit großer Tafel, immer alle zusammen. Die ganze Familie. Das hört sich ja richtig toll an. Freust du dich schon? Ja, ich freue mich total. Vor allen Dingen auf das leckere Essen, was Mama oder Oma immer kocht. Ich glaube, dieses Jahr ist es Mama, die groß feiert. Ah, und was gibt's denn so Leckeres, was die Mama da alles kocht und euch da so hinstellt? Das ist immer eine Überraschung. Wir haben eine ganz besondere Soße, die sie immer hinstellt. Mamas Mega-Mayo. Und sonst haben wir auch alles Mögliche. Das kriegt man gar nicht alles aufgezählt. Da bräuchten wir eine extra Sendung für. Jetzt musst du mir aber mal und den Hörern auch verraten, wo wir denn jetzt dein Buch kaufen können. Also das Buch findet man auf Amazon, im Buchhandel auf Bestellung und bei Lesungen. Meine Mama hat das Pseudonym Georgie Severin. Auf der Webseite kann man es auch bestellen. Das kriegt man dann von uns auch. Das hört sich gut an. Also wenn ich jetzt bei deiner Mama das Buch bestelle, dann machst du auch ein Autogramm rein, oder? Ja, das machen wir auf Wunsch. Na, das ist doch super. Also, wer jetzt alles gerne noch ein signiertes Buch von dem Christopher haben möchte, das dann pünktlich zu Weihnachten da ist oder vorher noch, am besten deiner Mama schreiben und dann signierst du. Das ist total großartig, ne? Mhm. Super. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass man dein Buch auch bei Lesungen bekommt. Ich habe gehört, dass du sehr gerne Lesung hältst aus deinem Buch. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe in einer Schule gelesen und sonst noch nicht so viel, aber ich wünsche mir immer Lesungen irgendwo und das mag ich sehr. Das hat man gehört und ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass jetzt, wenn alle die Folge gehört haben, vielleicht sagen, Christopher, komm mal zu uns und lies mal. Ich glaube, das wäre toll, oder? Es wäre auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, das wäre toll. Dann drücken wir mal die Daumen. Ja, danke. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Was wünschst du dir denn von deinen kleinen und großen Lesern? Also weitererzählen von dem Buch, Bewertungen und eben Lesungsanfragen und so. Und
Ja. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Christopher, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut und mach auf jeden Fall weiter. Lies weiter ganz viele Bücher und vielleicht schreibst du ja nochmal ein Buch und dann kannst du auf jeden Fall zu mir in den Podcast kommen. Danke. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit, ja, und einen fleißigen Weihnachtsmann und dann hören wir uns bald wieder. Ja, tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.